Herzlich willkommen, meine Freunde, zum 40. Newsflash. Dieser Newsflash wird auch eine kleine Änderung gegen Ende der News beinhalten. Was genau das sein wird, werdet ihr ja sehen. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Flash. Hotline Miami 2 Wrong Number soll Ende 2014 oder Anfang 2015 erscheinen. Via Twitter meldeten sich die Entwickler zu Wort und sagten, dass das Spiel bereits fertig sei. Man müsse aber noch an den letzten Verbesserungen und Ausbalancierungen arbeiten. Die Fortsetzung des äußerst erfolgreichen Hotline Miami wird für PC, PlayStation 3, PlayStation 4 und PlayStation Vita erscheinen. Nintendo verriet, dass die Wii U-Version von Super Smash Bros. Am 5. Dezember erscheinen wird. Damit ist Super Smash Bros. Auch das erste Spiel, welches die Amiibo-Figuren unterstützt. Pünktlich zum Release wird es auch einen GameCube-Controller-Adapter für die Wii U und einen GameCube-Controller mit dem Smash Bros. Logo geben. Ubisofts Mammutprojekt The Division soll nur das erste Kapitel einer großen Geschichte darstellen. Art Director Rodrigo Cortez plauderte bei den Kollegen von Strategy Informer ein wenig über das Spiel. Ohne zu viel verraten zu wollen, wir wollen von dem Ausgehenden expandieren, was wir hier erschaffen. Es wird sehr spannend zu sehen, wohin das führt. Es wird eine Menge Endgame-Inhalte für die Spieler geben. Ich will nicht zu viel verraten, aber wir werden das Spiel nach dem Release weiterhin stark unterstützen. Es wird eine Menge Inhalt erscheinen, damit die Spieler glücklich bleiben. Das klingt alles schon mal sehr vielversprechend, vielleicht wird man sogar über die Grenzen New Yorks hinausgeführt, dort spielt nämlich The Division. Der Release-Termin für den Taktik-Shooter ist für das zweite Quartal 2015 für PC, PS4 und Xbox angedacht. EA und BioWare schlagen kräftig auf die Werbetrommel für Dragon Age Inquisition. Bis zum 14. Oktober kann sich jeder, der ein Origin-Konto besitzt, das Spiel Dragon Age Origins kostenlos in die Bibliothek packen. Dragon Age Origins gibt es nämlich jetzt in EAs Aufs-Haus-Aktion. Das Angebot gilt nur für die Dragon Age Origins Standard-Edition. Für Forza Horizon 2 gibt es seit dem 8. Oktober das Mobile One Car Pack. Die Download-Erweiterung steht aber ausschließlich der Xbox One-Version zur Verfügung. Der Community-Manager antwortete auf Nachfrage, dass es keine Pläne gäbe, die Download-Inhalte auch für die Xbox 360-Fassung zu veröffentlichen. Auch die Forza Rewards für das Erfüllen von Aufgaben gibt es nur auf der Xbox One. Außerdem erhöht das Spielen auf der Xbox 360-Fassung nicht den spieleübergreifenden Forza Reward-Level. Assassin's Creed Unity wird auf der PlayStation 4 und auf der Xbox One nur in 900p laufen. Damit will Ubisoft einer Diskussion über Performance-Unterschiede aus dem Weg gehen. Das Problem sei auch nicht der Grafikprozessor, sondern eher die CPU. Ob ein kommender Patch die PlayStation 4-Fassung auf 1080p anheben kann, wie es bei Assassin's Creed Black Flag der Fall war, wollte Ubisoft nicht kommentieren. Des Weiteren äußerte sich Ubisoft darüber, warum keine Wii U-Version erscheinen wird. Die Antwort darauf ist ganz simpel, die Technik der Konsole reicht einfach nicht aus, um diese Menschenmassen darzustellen, die ein wichtiges Spielelement sind. Wer sich die digitale Version von Call of Duty Advanced Warfare auf der Xbox 360 oder PlayStation 3 gekauft hat, erhält bis zum 31. März die Möglichkeit, seine Version auf die PlayStation 4 oder gegebenenfalls Xbox One abzugraden. Das Ganze wird kostenlos zur Verfügung gestellt, außerdem sollen Vorbestellerboni, Download-Erweiterung und Errungenschaften mitgenommen werden. Ubisofts Arcade Racer The Crew wird auf den 2. Dezember verschoben. Eigentlich sollte der Titel schon Anfang November in den Läden stehen. Im November soll dafür aber eine zweite Closed Beta auf den Konsolen stattfinden. Die Entwickler wollen das Feedback aus der Beta nutzen, um die gesamte Spielerfahrung nochmal zu verbessern. Ob das Spielerfeedback das fertige Produkt in den kommenden 3 Wochen noch beeinflusst, darf angezweifelt werden. The Crew wird für PC, PlayStation 4, Xbox One und Xbox 360 erscheinen. Es sind pikante Details aufgetaucht, was YouTube, Let's Player und das Spiel Mittelerde Mordors Schatten angeht. So mussten größere YouTuber, die vorab eine PC-Version haben wollten und diese natürlich im Video präsentieren, einem Vertrag zustimmen und das Spiel offiziell vermarkten. Solche Verträge an sich sind allerdings keine Seltenheit. Der spezielle Inhalt des Vertrags allerdings schon. Videos sollten eine deutliche Aufforderung zum Kauf des Titels beinhalten.
Das Video muss in einem guten Licht dargestellt werden. Die Videos dürfen keine eventuellen Fehler zeigen. Videos müssen auf die Handlung des Spiels eingehen. Erschwerend kam hinzu, dass weder die Filme noch die Bücher oder Charaktere aus Der Herr der Ringe oder Der kleine Hobbit erwähnt werden dürfen. Die LPs hätten sich außerdem über weite Strecken mit dem Nemesis-System auseinandersetzen müssen. Ein weiteres Detail war, und jetzt kommt ein Originalauszug aus dem Vertrag, das Unternehmen muss das YouTube-Video absegnen, mindestens 48 Stunden, bevor es online gestellt wird. Demnach hätten auch vorgeschlagene Änderungen noch berücksichtigt werden müssen. Naja, dann doch lieber 3 Tage länger warten und seine wirkliche Meinung sagen, bevor man sich in solche RTL-mäßigen Knebelverträge begibt. So, und jetzt gibt es noch einen kleinen Release-Überblick über die nächste Woche. Das soll es eigentlich jetzt immer in den News geben, außer ihr sagt mir klipp und klar, dass ihr das scheiße findet, dann verschwindet das auch wieder. Am Dienstag, den 14. Oktober, erscheint Raven's Cry für PC, PlayStation 3 und Xbox 360. Ebenfalls am Dienstag erscheint die Sleeping Dogs Definitive Edition für PC, PS4 und Xbox One, allerdings nicht in Deutschland. Und außerdem am Dienstag, den 14. Oktober, ein Titel, auf den ich mich sehr freue, The Evil Within für PC, PS3, PS4, Xbox 360 und Xbox One. Am 17. Oktober erscheint Borderlands The Pre-Sequel für PC, PlayStation 3 und Xbox 360. Wer mitgerechnet hat, der 17. ist der Freitag. Am selben Tag erscheint auch Formel 1 2014. Und das soll's dann auch mit dem 40. Newsflash gewesen sein. Ich hoffe, der kleine Release-Überblick gefällt euch und euch haben die News gefallen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Rinjehauen, bis zum nächsten Mal.